In dem Haus, wo wir nun waren, waren inzwischen noch andere Familien eingezogen in andere Wohnungen und die Frauen haben dann geholfen. Es gab weder Arzt noch Hebammen nicht. Und mein Bruder wurde geboren und wie gesagt, 6 Wochen hat er gelebt und dann kam die Vertreibung. Und da ist es dann, dann gab es nur noch kaltes Mondaminwasser. Es gab ja keine Milch, es gab nichts mehr und es war eine Wahnsinnshitze jetzt im Juni da. Da ist er dann friedlich eingeschlafen, wie man so schön sagt. Ne? Auf dem Weg. Während der Vertreibung, ja. Nachdem wir ein paar Kilometer aus Naugard raus waren, ist das schon passiert. Das hat meine Mutter natürlich nie überwunden. Nicht? Einmal den Mann zu verlieren und dann auch noch den kleinen Sohn, wo sie sich natürlich darauf gefreut hatten. Nicht?